Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Combat Mission. Und zwar geht es diesmal nach Italy. Also, wir spielen heute Combat Mission Fortress Italy. Ja, wir befinden uns sozusagen noch in der Situation auf Sizilien, also kurz nach Operation Husky, wobei die ist noch nicht beendet. Aber die Landung hat schon stattgefunden. Wir haben hier die Achsenmächte und unter unserer Kontrolle und müssen diesen Ort Valle Bruca verteidigen, der sich ja kurz vor Messina sozusagen befindet. Also auf dem Weg nach Messina versuchen die alliierten Kräfte eben hier auch diese Stadt, dieses Dorf in Nordsizilien einzunehmen. Wir haben den 10. August 1943, 15:30 Uhr. Die Achsenmächte haben sich hier stark eingegraben. Wir kommandieren das 2. Bataillon, 15. Panzergrenadiere. Und was wir dabei haben, ist immerhin ein 81 mm Mörser-Team sowie eine 50 mm Pack. Das können wir auch hier jetzt nochmal auf der taktischen Karte sehen. Also wir haben hier den Granatwerfer W34. Und als Support haben wir den nochmal, genau. Und wir erwarten auch noch Verstärkungen, Reinforcements. Um 15 Uhr ETA 15:45 werden die ankommen. Hier steht unsere Pack. Hier haben wir bereits einige Mörser stehen und wir müssen diese Verteidigungslinien halten. Scheinbar haben wir es hier. Sind wir hier auf einem Plateau. Hier ist das Dorf und vom Strand her drücken die Feindkräfte dann zu uns rauf. Ich kenne diese Mission noch gar nicht und ja, wir werden mal gucken, wie das ausgehen wird. Ob wir die Punkte hier behalten, beziehungsweise durch das Zerstören von US-Kräften eben ja, noch weiter erhöhen. Und ich würde sagen, wir gehen direkt rein. So. Dann gucken wir uns noch mal um. Ich sehe schon hier unsere Pack stehen. Sieht ja sehr cool aus hier, die Details an den Soldaten auch. Da ist die 50er. Ups, Entschuldigung. Die haben sie hier auch befestigt. 50 mm Pack. Das ist die Munition hier. Wir haben hochexplosive Geschosse, 18 an der Zahl und AP, also panzerbrechend 36. Armor pierced heißen die, glaube ich, oder? Ja. Oh, dann gucken wir uns hier noch mal ein bisschen um, ne? Und tatsächlich das. So sieht das Gelände hier aus. Ziemlich schroff, weitläufig und zwei LKWs stehen da, bereit zur Versorgung. Ja, die haben 7,92 mm pro LKW mehr als eine Tonne dabei. 9 mm haben die auch noch. Okay, aber keine weiteren Geschosse mehr für die Pack. Das sieht echt cool aus. So, dann haben wir hier das vierte Zug-HQ. Hier noch Befestigungen. Das sind hier die Munitionsträger, Mörser-Muni-Träger. Und unsere Mörser, wo stehen die eigentlich? Ach, hier hinten. Hier. Wow. Und zwar haben wir es hier mit dem schwerer Granatwerfer 34 zu tun. Das ist hier so eine Granate. Ferngläser haben die auch. Wunderbar. So, dann gucken wir mal, wie es hier in der Stadt aussieht. Teilweise haben wir hier die Häuser schon besetzt. Da müssen wir, glaube ich, gar nicht mehr so viel umstellen. Hier haben wir ein MG34. Okay. Ja, und tatsächlich müssen die sich hier
den Berg rauf bemühen. Hier scheint. Das hier scheint. Da geht es zur Küste. Okay, das, also von dort kommen die dann, die feindlichen Truppen. Die finde ich da nicht so elegant. Die werde ich mal hier ins Haus bringen. Denn hier können die, glaube ich, nicht so gut gucken. Hier haben sie zumindest noch ein Fenster und hier sowieso. Da überblicken die schön das Tal. Ich glaube, die können da bleiben. Die sind gar nicht besetzt, die Stellungen. Dafür haben wir hier in der Kirche noch ein MG34 und einige. Ja, die könnten wir auch mal aufteilen. Teams aufteilen, so. Dann haben wir hier ein MG-Team und hier ein Schützenteam mit einem. Wir haben noch zwei Panzerabwehrgranaten. Die wiederum werden wir dann mal hier an die Mauer stellen nach draußen. Na komm schon. Hä? Jetzt sind die wieder zusammen. Teams aufteilen, so. Jetzt das Team hier hin. Genau. Okay, den Friedhof hier oder diesen Garten, da machen wir nichts. Oder wer weiß, vielleicht auch ein Friedhof. Die Pack. Oh, die können wir nicht bewegen. Oder wie? Doch, könnten wir. Können wir noch woanders hinstellen. Aber na, die lassen wir da hinten. Nicht, dass die hier das. Wollte ich jetzt nicht die daraus pflücken. Kann man das rückgängig machen? Nee. Okay, dann bleibt sie da. Nicht, dass die gleich als erstes unter Beschuss gerät. Also wenn die Panzer tatsächlich. Ich meine, die hat ja hier, glaube ich. Ich glaube hier, die kann ja hier. Hoffe ich mal. Die Straße da einsehen. Ja, bis da hinten scheint sie gucken zu können und schießen zu können. 330 Meter, das ist ja nix. Okay, und den Rest? Die stehen ja hier irgendwie. Die stehen da nicht so gut. Die sollen auch noch hier rein. Und dann geht's los. Okay, Achtung Kameraden, feindliche Kräfte kommen von Süden her den Berg hoch. Macht euch bereit. Oh. Direkt erstmal hier die Artillerie vorgeschickt, ist ja klar. Vielleicht schießen die sogar Rauch rein. Ist das Rauch? Könnte sein. Ne, das waren aber Antipersonen. Aha, da unten ist schon was. Da tut sich doch schon was. Ne, die haben ja Rauch geschossen. Wer schießt da? Von uns jemand? Oh. MG, ist nur ein MG. M1919. Bisschen veraltetes Maschinengewehr. Trotzdem tödlich. Wahrscheinlich hier zwei Infanterietruppen. Wir gehen direkt weiter. Wir haben momentan keine Befehlsänderungen. Da kommt schon. Panzer, jetzt ist die Frage, was ist das? Der hat hier tatsächlich Rauch geschossen. Das ist natürlich gar nicht so blöd. Okay, wir schießen hier oben. Gewehrgranate. Interessant. Okay, das haben wir jetzt dick eingenebelt.
Das ist natürlich klug, aber woher weiß der, dass hier ein Pack steht? Hat er sich vielleicht gedacht, weil das vielleicht auch naheliegend ist, hier direkt an der Straße. So, was mit dem Panzer? Wir sehen ihn. Keiner sieht ihn nicht im Moment. Okay, da ist ja einiges los hier. Okay, unsere Maschinengewehre schießen. Ja, wir machen nichts, wir bleiben dabei. Und führen weiterhin aus. Alle behalten ihre Befehle bei, ihre Stellung ebenso. Die sehen anscheinend schon was hier. Dann, ich höre. Okay, Geräusch von aus westlicher Richtung, südwestlicher Richtung. Da haben wir gerade den Panzer gehört. Oh no. Hier haben wir schon. Den hat's. Ich glaube, der ist leicht verletzt. Vielleicht hole ich die auch mal ins Haus oder pack die doch hier unten hin. Weiß nicht, wo sie besser stehen. Wenn der Panzer hier auf jeden Fall lang fährt, dann haben wir ja hier die Panzergranate. Okay, bislang Distanzscharmützel. So 200-300 Meter Entfernung. Ja, ich würde die gerne da unten postieren. Jungs, kommt ihr da schnell hin? Ich glaube, da habt ihr eine bessere Stellung und auch mehr Tarnung. Okay, könnt einfach rüberspringen. Dann macht das mal. Vorwärts. So ist gut. Und Entdeckung. Da sind schon Stellungen eingerichtet worden. Genau. Richtig gemacht. Okay, jetzt hören wir schon den Panzer. Sherman! Nee. Oh, zum Glück nur so ein leichter Panzer hier. Leichter Panzer. Kein Problem. Hat er schon einen weg? Nee. Okay. Cool hier die Tarnausrüstung und diese Houston-Helme. Er hat hier die Gewehrgranate schon aufgezogen. Das war jetzt, wo ging der Schuss hin? Muss man nochmal gucken. Gegen das Gebäude hat aber nicht viel bewirkt. Sehr schön. Die hat es auch nicht interessiert. Jetzt müssen wir mal sehen, dass wir uns, vielleicht können wir uns mal mit denen hier ranpirschen. Und dann hauen wir da mal die zwei Panzerabwehrgranaten rauf. Dafür kriegt ihr dann auch einen Orden, Jungs. Na los, Zähne zusammenbeißen und ran da an die Konservenbüchse. Dass die hier auf den Panzer schießen, ist doch Quatsch. Und wieso bewegen die sich jetzt hier nicht? Ich habe euch doch einen Befehl gegeben, oder? Ja. Ihr seid auch in Befehlsreichweite. Die machen nichts. Ach so, der Jagdbefehl. Ja, dann bleiben sie natürlich in der Stellung, weil sie sehen ja da was. Aber wenn ihr den seht, dann könntet ihr doch mal was tun. Okay, ich muss die da hinstürmen lassen, damit die tätig werden. Okay, bis jetzt aber sieht's noch, wir haben noch alles unter Kontrolle. Aber wir haben auch noch 40 Minuten vor uns.
Aber schön, unsere MGs, die decken hier den Bereich gut ab. So, ja, also jetzt nochmal. Die sollen jetzt schnell dahin und dann sofort da könnt ihr jetzt schon zielen. Ja, die sehen ihn jetzt schon. Ja, dann. Dann macht doch mal was. Noch besser, wenn ihr von hier aus schießen könnt. Ja, er bewegt sich ja auch. Los jetzt mal mit der Gewehrgranate. Komm schon. Jetzt. Ja, hier. Los. Fuck, mach doch was. Oh, jetzt ist er hier wieder außer Sicht. Weil hier die Büsche die Sicht verbergen, sehen die nix. Achtung, Granate. Was? Hier gibt es keinen Rückzug. Okay, wir werden jetzt auch gleich mal Mörser-Barrage hier rauslassen. Ja, das war jetzt hier mit denen ganz blöd. Einer ist verwundet, einer leicht verwundet. Also einer ist jetzt ausgefallen, weil er verwundet ist, der andere fast. So, könnt ihr jetzt was tun? Und die hier sind erschüttert und ziehen sich schon zurück. Na klasse. Und die da oben hätten auch noch eine Granate in der Tasche. Und die hier sehen den Panzer. Warum schießen die denn nicht, verdammt? Sag mal. Okay, so, dann brauchen wir jetzt mal Mörserunterstützung. Die holen wir uns mit denen als Spotter. Ach, das können wieder nur die Offiziere. Okay. Wir machen mal natürlich Fläche. Notfall maximal bestätigen. Ja, die sollen da mal ausharren und versuchen, dem Panzer was in die Wanne zu geben. Oder falls der sich noch mal dreht, dann von hinten. Der hat jetzt dahin geschossen mit seiner Kam. Jetzt. Nein, das war nix hier auch nicht. Oh je, Leute. Das ist jetzt aber unangenehm langsam. Jetzt kommt der Panzer hier total frech ins Dorf, doch. Volle Deckung. Das ist nur Benebelungsbeschuss. Die wollen uns wieder vernebeln. Es ist aber ehrlich gesagt auch nicht ganz klug hier, ne? Vom Gegner, muss man ja mal sagen. Also hier so ein Panzer so weit in die Stadt fahren zu lassen, das ist eigentlich ein großer Fehler. Und der steht da jetzt so rum und guckt sich das an, oder wie? Tatsächlich. Die sehen, nee, die sehen ihn noch nicht mal. So, wer hat denn jetzt hier noch eine Gewehrgranate? Granate, Renate. Die Jungs hier, die sind noch halbwegs zu gebrauchen. Die sollen sich da mal langsam dahin begeben. Genau, und sobald die den nämlich erblicken, feuern die eigentlich. So müsste das sein. So.
Haben wir ansonsten noch was, was wir dem hier entgegenwerfen können? Nein, leider gar nichts. Und hier hinten dieser Mörser. Was ist eigentlich mit dem? Ist das der hier? Weil die hier, das ist ja eigentlich hier die Feuerunterstützung außerhalb der Karte. Und den können wir jetzt direkt befehlen. Ein bisschen komisch, dass wir hier nur direkt zielen können und nicht sozusagen hier im Bogen die Entfernung nutzen. Keine Ahnung. Ich mache hier einfach mal Zielbereich. Nee. So, was kann man hier hinten noch machen? Kann die hier irgendwie mal umschwenken und was sehen? Nee, eigentlich nicht. Ach, ich weiß auch nicht. Die hätte ich vielleicht hier postiert, ne? Da hätten wir auch einen schönen Blick über alles.